So kennt man sie, Zürcher Trams, blau-weiss. Seit dem Dienstag gibt es aber, unter Briefmarkensammler würde man sagen, ein Abart, auch ein weisses Tram, dekoriert mit Briefmarken. Die Initiative für das unter dem Namen Freizeit-Tramverkehr und die Verkehrsmittel kommt von der Pro Juventute und da erklären sich auch die aufgemalten Marken, ist doch das bekannteste, was man von der Pro Juventute kennt. Das Freizeittram soll jetzt aber eben über das raus aufmerksam machen. Einmal auf im Laufe dieses Jahr folgende Veranstaltungen zum Thema Freizeit, zum anderen auf die Hauptarbeit der Pro Juventute, erzieherische Probleme zu lösen, die Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern aus den verschiedensten Bevölkerungskreisen in Gemeinschaftszentren zu unterstützen. Auf der Jungfernfahrt sind verschiedene Gedanken zu dem in Anführungszeichen Werbetram und zur Jugendarbeit bekannt gegeben worden. Als Sponsor hat sich der Schweizerische Bankverein betätigt. Einerseits ist es sicher richtig, wenn wir als wirtschaftliches Unternehmen auch unser Bekenntnis zu einer sozialen, zu einer wichtigen Institution, die in unserer Stadt und in unserem Bezirk wirken tut, ablegen tun. Andererseits möchten wir aber auch durch das ein kleines Bekenntnis ablegen. Sie sehen, wie froh, wie heiter das Tram bemalt ist. Ich glaube, das ist ein Bekenntnis zur Jugend, wo unsere Zukunft ist. Auf Fahrt war auch der Zürcher Stadtrat Dr. Jürg Kaufmann, sozusagen der Chef aller Zürcher Trams. Das ist sein Votum zum Thema Jugendarbeit. Das Gefühl, dass man dort, wo man am meisten füttert, auch am meisten gebissen wird. Ich möchte jetzt nicht auf konkrete Situationen hinweisen, aber eine Situation liegt mir also nun wirklich auf dem Magen. Ich werde der Pro Juventute zu herzlichsten Dank verpflichtet, wenn sie nur ein ganz kleines Inserat irgendwo aufgeben für den Neubau von unserem ELZ-Gebäude. Ich würde sagen, man muss ja hier und da über seinen Schatten springen. Und wenn es schon ums Prinzip von der Dankbarkeit geht, dann können wir ja beim Tramfahren feststellen und die alte Wahrheit immer und immer wieder in den Vordergrund schieben, dass all unsere Tram mit Strom fahren. Aus Tram von der Pro Juventute. Und es wäre vielleicht schön, wenn man das der Jugend auch wieder einmal würde nachbringen. Sie wissen das, glaube ich, nicht mehr so ganz genau. Ein weiterer Tramgast in bekanntfröhlicher Art, die mit der Pro Juventute stark verbundene Stadträtin Emilie Lieberherr. Mein Kollege, der Herr Kaufmann, dem ich auch noch grüße sagen offiziell, hat sich vorhin ein bisschen pädagogisch gegeben. Er hat sich pädagogisch gegeben in Bezug auf die Jugend. Das kommt daher, dass er mal Lehrer war. Ich bin aber auch mal Lehrerin gewesen. Und als ich das schöne Plakat gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss euch ganz geschwind etwas erzählen. Geht auch ins Pädagogik hinein. Ich habe gesehen, dass ihr da in der Mitte ein lustiges Plakat zwei Frauen habt. Eins ist Mona Lisa und das andere ist Marilyn Monroe, gemacht von Andy Warhol, wenn ich nicht falsch orientiert bin. Ich habe in meinen jüngeren Jahren bin ich mal pädagogisch tätig gewesen in den Vereinigten Staaten. Bin in einer Familie gewesen, die mit dem Filmbusiness verbunden war. Und da hatten wir mal eine Party einen Abend und da sind alle die Grossen gekommen. Zum Beispiel der James Stewart ist da gewesen, der Gary Cooper ist da gewesen, Marilyn Monroe ist da gewesen, ein ganzer Haufen andere. Und ich habe gedacht, ich mache mit denen mal einen Test, aber was ich jetzt erzähle, stimmt nämlich. Ich wollte mal einen Test machen und wollte mal wissen, interessieren sich die Leute für die Pädagogik des Kleinkindes, weil ich mich mit dieser beruflich dann müssen befassen. Und ihr werdet mir es nicht glauben, aber es stimmt, ich beschwöre es, das einzig vernünftige Gespräch in Bezug auf Kinderpädagogik habe ich mit der Marilyn Monroe führen. Und da ist sie noch einmal, so wie sie der Künstler Willi Rieser als eins von 70 Bildern aufs Freizeittram gemalt hat.